Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Driver 2. Heute werden wir mal eine kleine Runde fahren. Sind aber nicht als Fahrdienstleiter unterwegs. Und das Thema von heute wird sein, dass wir einen historisch akkuraten Postzug fahren. Ich habe mich dazu in Form informiert, wie denn die Postzüge so formiert gewesen sind. Und danke an der Stelle an den Raffle FDT 46. Der hat mir da ausführliche Informationen gegeben, wie die Postzüge zusammengestellt gewesen sind, welche Wagen genutzt worden sind, etc. Und eine so eine Formation werden wir heute mal fahren. Bestehen aus 3 Gepäckwagen, einem Postwagen und dann noch 2 Wagen, die überführt werden. Denn er meinte, auch das ist dann schon mal passiert, dass dann einfach Personenwagen, die vielleicht irgendwie von A nach B mussten, einfach hinten rangehängt worden sind. Der Lok selber ist eine EU-No 7515. Maximalgeschwindigkeit für uns heute 100 und wir sind als Güterzug angemeldet. So, Dale. Wir schauen mal, wo wir denn da Schönes reinkommen. Ich glaube, ich nehme da eh schon den Little Bibber und gehe mal auf TOB rein. Ihr werdet jetzt vermutlich wundern, warum ich da jetzt reinkomme und nicht in Discord bin. Und dann würde ich mal sagen, irgendwas so für eine Stunde, anderthalb. Unseren Postzug. Schauen, ob wir gut durchkommen werden. Na, da braucht jetzt mal ein bisschen länger. So, da. Komm, du schaffst es. Ich glaube an dich. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Okay, vielleicht starten wir woanders. Vorführeffekt. Also nochmal. Driver Mode. Dann nehmen wir halt nicht diesen TOB-Spawn. Welchen nehmen wir denn dann? Lapno, La Rings ist unterwegs. TOB Tomek. Nö, okay, weißt du was? Dann gehen wir bei ihm hier rein. Ich glaube, das jetzt diesmal besser funktioniert. Also heute braucht es irgendwie länger zum Laden. Dabei wären gar nicht mehr so viele Spieler heute unterwegs. Hoffe mal, dass wir heute gut durchkommen. Yes, das schaut schon besser aus. Können wir die Lichter schon mal anmachen. Stellen wir um auf Güter. Haben wir jemanden da? Ja, okay. VP Vitom, Ego for myself for about 1 hour or 1 hour. So, drei. Schauen wir uns mal unseren schönen Zug hier mal an. Eine überhaupt nicht laute 515. Da haben wir hier diese Gepäckwagen. So, der Postwagen an sich zum Sortieren und haben mich tot während der Fahrt. Und dann Wagen Nummer 1 zum Überführen und Wagen Nummer 2, ebenfalls ein Postwagen, wie ich da gerade sehe. Keine Ahnung, was da drauf steht. Aber der schaut schon ein bisschen heruntergekommen aus. Man könnte natürlich auch sagen, da hinten wird noch aktiv mitgearbeitet. Und nur der Wagen wird überführt. Irgendwie so. Aber dann hätte ich... Dann wäre der vermutlich eher zum Schluss. So, ich sollte es vielleicht lassen, hier direkt auf den Gleisen zu laufen. Ist gefährlich in dem Spiel. Und was ich noch brauche, fürs Thumbnail, ist ein Screenshot. Kurz mal umsehen, da ist alles safe. Ja, ich glaube so.
einmal ein Foto gemacht. Ich merke gerade, ich bin schon Level 13. Nice. Damit mir die Leitung nicht so belasten. Zweiter Panto nach oben. Ist oben. Gut. Ich würde mal sagen, nachdem es ja kein Livestream ist, sondern für euch ein ganz normales Video, werde ich euch mal da ein bisschen einen Cut reinmachen, dass sobald der Fahrplan dann da ist, dass wir uns dann gleich wiedersehen. Also liebe Leute, für euch nur ein kleiner Cut, für mich hoffentlich nicht allzu lang, in Echtzeit. So, tada, den Fahrplan haben wir bekommen. Schauen wir mal, wie der aussieht. Alexandro haben wir ein PT, aber nicht allzu lang. In Blitz irgendwas und wir enden dann um 16.48 Uhr in Willichow Glowny. 180. Ja, okay. Abfahrt 44. 10 Minuten ab jetzt. Ja, ich würde mal sagen, auch da gibt es für euch einen Cut. Ihr müsst euch das ja nicht anschauen, wie ich da jetzt hier rumwarte. Eventuell dürfen wir früher fahren. Wäre eigentlich ganz cool. Also, liebe Leute, wir sehen uns nach dem Schnitt. Okay, Leute, da wären wir wieder. Es ist mittlerweile 15.49 Uhr. Wir haben schon Verspätung. Und jetzt haben wir Ausfahrt. Es ist vorher noch ein Zug in die gleiche Richtung ausgefahren. Ja, fängt ja schon mal sehr gut an mit dem Pünktlichsein. Ja, das ist halt TD2. Ich glaube, was wir noch machen könnten, ist Tag-Nacht-Modus. Auf der schnellsten Stufe. Wird bestimmt witzig. Gehst du nicht mal. Ah ja, jetzt auf die 1. So, Safe Zone. Yay, 4,8 Kilometer bitte anhalten. So, höchste Stufe. Dann schauen wir mal, dass wir hier auf Geschwindigkeit kommen. Durchfahrt um 49 wäre eigentlich da in Sardnack irgendwas. Aber ja, wir haben noch Chancen, dass wir pünktlich sind. Weil wir haben ja auch diese zwei PTs da. Das könnte jetzt vorteilhaft für uns sein. So, da, Maximum Schmackes. Gut, hätten wir unsere Reisegeschwindigkeit erreicht. Vielleicht eine Stufe höher. Aber wir könnten ein bisschen schummeln. Dass wir später mal vielleicht mal 105 oder so fahren. Yeah, also noch mehr Leistung. Gehen wir auf die 3. Was eigentlich noch schön wäre, ist, wenn der Mauszeiger verschwinden würde, wenn man ihn mal für eine Zeit nicht bewegt. Das würde ich super finden für Aufnahmen. Ich meine, wenn ich jetzt nicht aufnehme, dann stört es mich jetzt nicht, wenn der Mauszeiger da, keine Ahnung, hier so ist. Aber fürs Video ist es ein bisschen doof.
und es werde Nacht. Und es ist ja also auch der neue Patch draußen. Da haben sie ja die ganzen Shaders etc. gerade für die Nacht und so weiter gefixt. Soll jetzt viel besser aussehen. Und immer so rumgeglitsche. Passt eigentlich nicht so ganz zu Uhrzeiten, ne? Aber ich dachte mal, ein bisschen Tag fahren, ein bisschen Nacht fahren, warum auch nicht. So, 110 in 1,3 Kilometer. Ja, ich würde schon sagen, es sieht schon besser aus. Ich hoffe, irgendwann später kommt noch mal ein bisschen was wegen der Performance. Ein einziges Subkonzert hier. 101, ja, ja, das passt. Zieht wieder an hier. Also irgendwie nur die aller wenigstens pfeifen bei den Pfeiftafeln. Oh, ich bin der Einzige hier. Na, gehen wir halt mal da mal nach oben. Oder Giant Being, wollen wir nicht so sein. Alexander Kojaski, Ausfahrt 58. Mal schauen. Sieht schon mal so aus, als wenn wir vielleicht gar keine Einfahrt kriegen. Lassen wir uns überraschen. Komm, Nords. Mach bitte nichts kaputt. Bist du jetzt echt überfordert mit AK und dass jemand reinkommen wollte? Ah, oh, das ist jetzt nicht dein... Oh, Gott sei Dank. Liebing! Sowas kostet ja auch immer Zeit. Dann gehen wir mal runter vom Gas. Und dann nächste Laderuckler. Ja, keine Einfahrt. Wie Tom. 40, dann nimmt mir auf die Seite. Mal die Gleise ein bisschen freischneiden hier. Boah, das sieht alles so anders aus, wenn es dunkel ist. Södele, Kilometer noch. Ach, doch keine 40. Okay. Ah, wir sind zumindest kurz Ende hier.
Das kurze Ende. Ja, dann Tschüsskowski. Danke für die Durchfahrt. Dann werden wir wieder weitestgehend on time. Was ist denn so ein Ding? Gibt's doch den Zügen eine Einfahrt, wenn ihr wisst, dass da was kommt? Oh. Nein, bitte, crash jetzt nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, danke. So, oh, tschüss. Oha. Da steht der Kollege, oder? Nee. Ist er das? Hm. Stehen auf jeden Fall Sachen rum, die sonst hier nicht dastehen. Da, 104, 105, ich immer Stufe 1. Oha. Das ist mein Trenner, habe ich übersehen. Oh, die kommen auch immer so spät. Habe ich jetzt eh falsch gemacht. Na gut. Ja, cool. Schweizer Post ist pünktlich. Als nächstes Kovalevo mit 80. Das sollte reichen. Aber hier ein bisschen zu viel. Nicht nahtlos. Schade. Echt selten mit diesen nahtlosen Übergängen. Und da werden wir einmal 80. Naja, wir werden da. 50. Komm mal, Jung, mach das Signal auf, du schaffst es. Ach, hier wären die 50 gewesen. Okay, da sind wir jetzt mal aktiv zu schnell drüber. Ich verstehe das nicht. Was haben die alle mit ihren Einfahrten? Ja, wow. Wieder 50 bzw. 30 für mich. Ja, 30. So, lassen wir uns mal ein bisschen rollen. 500 Meter noch.
Oh, mechanisch, wie schön. Und wie gut, dass ich gerade keine Leistung gebe wegen dem Trainer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie in Kobalevo scharf sind. Yeah, Ausfahrt! Matthäus Z22. Naja, gut. Kriegst den Daumen nach oben. Das nächste Mal bitte Einfahrt machen. Zwischen 800 Metern ran. Wieder mal ein bisschen Schmackes. Und da gab es auch noch eine Einstellung bezüglich der Lichtdistanz, Renndistanz, Lamp-like Range. Ja, sagen wir mal 1000 Meter. Jetzt aber irgendwie kein großer Unterschied. Zappen, du bist ja hier. Ja, sehen wir vorne, sind einfach die schönsten überhaupt. Wobei die ganz alten aus der K&K-Zeit, die haben auch noch was. Du willst gar nicht glauben, die sind teilweise sogar noch im Einsatz. Ich habe vor kurzem ein Video von Hagen von Ortluft gesehen, wo er das gezeigt hat. Das war irgendwo auf seiner Insel drauf. Und dann nutzen die die alten Semaphore-Signale aus der K&K-Zeit noch. Upsale! Entschuldigung. Wenn wir gerade bei 23 Minuten merken, das muss ich eventuell rausschneiden, den Bumser hier. Sich ja gar nicht wirklich Gas zu geben hier. Südlehm. War der Ankündigung schon oder kommt jetzt noch mit 40? Ich habe irgendwie, wenn sie schon kommen, ist ein bisschen übersehen. Ja, da ist sie. So, Zabadoka 16:13, dann Visco. Da soll es dann aber ein bisschen schneller gehen. Und was ist es? Ist es eine Brücke?
Jo, es ist die Brücke mit 40. Wunderbar. 100. Boah, das ist irgendwie schon fies, ne? Dann in der Nähe vom Übergang. Von der anderen Seite erstmal runter auf 40. Da hat es bestimmt schon ein paar Kandidaten rausgehaut. Ja, doch, hab den Daumen nach oben gegeben. Ah, immer schön, wenn der SAP abgeht und dann Loading. Da habe ich schon mal eine Zwangsie kassiert, deswegen. Kilometer. Und verbunden. 2,8 Kilometer. Was haben wir denn hier? Tomek CC. Hallo und verstanden. Hört man nicht so kommunikativ. Also in-game meine ich jetzt. Prepare for braking. Güterzug, mein Kollege. Sawadoka, 16:13, vor der Zeit. Ja, ziehen wir noch ein bisschen vor, das war jetzt gerade ein bisschen arg. Oh, geil, wir haben Ausfahrt. Neues. Ist so ein bisschen gegen die Bremse, aber wenn wir dann wegkommen. Also er zeigt mir die 80 an, aber was mit den 60, die da vorher gewesen sind? Ist da jemand? Also er selber als Rangierlok unter Alfonso. Da ist schon mal einer. Tschüsskowski, viel Spaß da noch beim Ranchieren oder was auch immer ihr da macht. Nice. Es wird wieder hell.
Geil. Hoffentlich bleibt es hell, bis wir dann da sind. Wird sich vielleicht gerade noch ausgehen von der Zeit. Ja komm, da geben wir noch ein bisschen Gas hier. Ich kann langsam meinen Postservice hier fahren. Stell dir mal vor, da wäre so Amazon Same Day Delivery Paket mit drin. Nee, von der Info, die ich habe, die letzten Postzüge sind 2011 gefahren und ich mache mal gerade nebenbei den Beitrag auf. Von den 90ern bis 2003 waren es klassische Postzüge, die sind unter der SDLE-Kategorie gefahren, was so etwas wie geheißen hast wie Postal Luggage Trains, also Post-Gepäckwagen. Der letzte Postwagen ist 2011 rumgefahren und dann hat man aber auch ganz oft die Postwagen ganz normal bei Personenzügen, also bei langsamen und schnellen Personenzügen einfach Postwagen mit rankängt. Was ja grundsätzlich keine doofe Idee ist. Und 2011, wenn das jetzt stimmt, war dann Schluss. Aber ich verlinke euch den Beitrag im Forum. Da steht dann drin, was für Wagen ihr da mitnutzen könnt. Mit Vorlagen vom Original, wenn ihr da auch selber mal so einen Postzug fahren wollt. So. Bitte schneller machen hier. So, let's go. Mit einer Durchfahrt. Schauen wir mal, die kriegen. Zimni Sobi, Ben Fira Libor. Okay. Geschwindigkeit hätten wir mal. Nehmen wir ein bisschen runter. Oh, was? Durchfahrt. Geil, Matiko. Da kriegt jemand einen Daumen nach oben, wenn es so bleibt. Ist eigentlich so auch eine schöne Zeiteinstellung. Oh fuck, geht bei den Panthers oben und keiner sagt was. Wie er sonst kein FDL irgendwas gesagt hat. Ah, Mann. Hat keiner gesehen. Ah, Mann, sollte man da Abfahrt mehr auf sowas achten. Ich meine, jetzt nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem. Ich meine, es gibt Güterzüge, die sollen mit zwei fahren. Also muss man teilweise vorsichtig sein, wenn man sagt, okay, du hast übrigens... Wobei, man darf halt nicht sagen, hey, du darfst nicht mit zwei fahren, sondern eher mehr so hinweisen, hey, du hast zwei Panthersuchen. Mensch, kleiner Bordeteich. Drei Kilometer, doch keine Durchfahrt.
Also schöne externe Panorama-Camber irgendwie nur geil. Wobei, wenn ich die nutze, dann hat es wunderbar mit den Songs beim Sondern rein. So wie in TS Classic und Trains in World. Einmal rumgucken, Zwangsee. Da blinkt's. Oh, jetzt könnten wir 100 pfeifen. Lischko, was ist los? Einmal anhalten, Kilometer noch. Oder auch nicht. Jetzt, Moment. Also. Da mal nach oben, plus bloß und tschüss. 3 plus, geil. Hey, fun, werde ich haben. Sehen uns auf YouTube. Sofern er die Videos guckt. Das werde ich auch mal machen hier wieder. Weißt du, mit dem Stellwerk, aber da ist kann gut was los sein hier. Waycrossing is broken. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich davor anhalten. Da müssen wir zumindest mal runter. So, Dele. Ja, da ist alles offen hier. Mal langsam vorbei. Ich glaube, der Correct Approach wäre eigentlich da anhalten, schon dass sicher ist, dann drüber fahren. Aber komplett anhalten will ich jetzt auch nicht. Ey, Schranken ist ja unten. Okay. Wie gesagt, 6, 9. Wäre schon der gewesen. Ah, dann wird er schon zurückgesetzt haben. Ich mache ihn jetzt gerade wieder heile. Ja, ob es gerade wieder aufgehen? Ah, das werden wir von der Distanz vermutlich gar nicht sehen. Nee. Ein Levi taucht auf. So. Mehr Schmackes.
Okay, ich dachte gerade für einen Moment, warum ist das so weiß, dabei war es noch die Rückenblende. Ja, der nächste mit dem Bahnübergang. Bremst der runter? Ja, schaut so aus. So, was kommt als nächstes? War das schon Willich Hobo Cloni? Kannst gleich sehen. Glaube ich, sehen hier Plück irgendwas. Kommt mir so unbekannt vor vom Namen her. Ah, würde ich gern fahren. Darf ich noch nicht. Richtlauer. Da funktioniert zumindest schon mal eine Bahnübergang. Zu dem Neymar Pfeif Konzert. Einmal trennen. So, darf ich wieder. Zwei. Moment mal, war das jetzt hier? Ach ne, da vorne ist der Haltesteig. Ich war gerade irritiert, dass die Tafel schon so weit vorne ist. Stimmt. Was ist denn da alles? Also der Miesig. Moment mal. Miesig. Da schaut jemand vermutlich eine ganz bestimmte Serie. Oder ist es Zufall? Das war nett, ja. Ich glaube, hier war ja noch nicht. Gefällt. So, der Bahnübergang scheint auch gut aus. Spricht jetzt ja bis 37. Und wir sind sehr gut in der Zeit. Und da ist schon die Ankündigung. Moin. So ein bisschen ländlich hier. Wird eigentlich nur noch der Traktor oder irgendwo. Hat er mich gerade eins weiterlassen? Wo eins, wo bist du? Da hinten. Fies.
Ja, aber hier jetzt. Boah, ganz schöne Schräglage hier. Geil. Mit Highspeed wird es noch ein bisschen geiler aussehen. Södere, mal bei dem Bahnhof. Also ein bisschen in der Versenkung hier. Schickt ihr mich da wieder? Sag mal, willst du mich verarschen? Das ist jetzt so Signal Hopping hier. Moin, Kollege. Was du hin? Will ich so? Ah, cool, der fährt dahin, wo ich auch hinfahre. Wenn einfach nur vor mir da sein. Hier ist Stopp. Sieht man auch nach Feinstation hier aus. Ist groß, aber kann man schon mitarbeiten. Willst du mir aufmachen? Das sieht wohl nach PT machen aus. Keine Expressfahrt für die Amazon-Pakete. Wollen wir das mal hier lösen und nicht zurückrollen. Sehr gut. Ah, ich glaube, die Station muss ich mir mal angucken als FDL. Ja, okay, der reagiert sogar. Das glaube ich nur zu zweit, oder? Ja. Hier könnte man eigentlich auch nochmal schnell ein Foto machen. Kommt ja, glaube ich, gerade nichts. Ja, das glaube ich sieht auch noch gut aus. Und Foto. Gut, dann setzen wir uns mal wieder rein und ich würde sagen, für euch gibt es mal wieder einen Cut, sobald wir hier weiterfahren dürfen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, wir haben Fahrt bekommen. Beides gehen on time und machen einen Abflug. So, dann nochmal im Plus. Dann lassen wir ja ganz schnell verschwinden. Wenn unsere Pakete pünktlich hier ankommen. So, dann ein bisschen mehr Schmackes.
der sagt gar nichts. Ja, doch, von der Landschaft, muss ich sagen, gefällt es mir hier. Vor allem, wie sich die Züge da so reinlegen. Da könnte man das FDL ein paar schöne Fotos machen. Ja, wollen wir ja nicht rasen. Ja, also wenn jetzt in Bilichow da nichts passiert, dann kann man sagen, wir haben es pünktlich geschafft in TD2. Keine Selbstverständlichkeit. noch einmal hupen. Oh oh. Wann darf ich wieder? Ja. Das ist aber noch gemein hier. Gerade für die andere Richtung, wenn du da anfahren darfst. Eigentlich wäre es noch schön, irgendwie so einen Postzug zu haben, wo du ein paar Halte hast auf dem Bahnsteig, wo, keine Ahnung, Post umgeladen wird. So symbolisch gesehen halt. Dann geht es halt wieder weiter. Könnte man eigentlich machen, ne? Ich meine, klar, es ist dann halt PH, wenn man es jetzt mit einem Passagier-Ding macht. Oder tut man einfach so, dass halt nicht die Leute einsteigen, sondern Post wechselt wird. Wäre eigentlich noch eine Idee. Na, da vorne schon das Ende. Sieht ganz danach aus. Ja, cool. Weitestgehend eine reibungslose Fahrt. Sagt er, kriegt eine Zwangsbremsung oder ist entgleist in der nächsten Station. Solche Sachen sollte ich erst dann sagen, wenn ich auch wirklich reibungslos angekommen bin. Das ist eigentlich noch halbwegs passender Übergang. Nein! Schienen haben geendet. Na komm, du schaffst das. Kein Feind. Irgendein Tree findet er hier nie. Zweieinhalb Kilometer. Ach, dann lustig. Willkommen auf YouTube. Oh, Tafel für 100.
sind wir ja eh schon so unterwegs. Ja, da steht ja einer. Warum stehst du da so? Ach ne, ich glaube, der fährt. Und noch so ein Ladeding. Jo. Ja, dann lassen wir uns mal hier mal ein bisschen rollen. Ah, hab's verpasst. Ja, dann bremsen wir mal. Gleisen wäre ein bisschen blöd hier. Das ist eigentlich grundsätzlich eine schöne Station, wenn das SBK nicht so blöd aufgesetzt wäre. Perfekto. Ja, mit der Lokbremse mal ein bisschen nachhelfen. Ja, geradeaus oder irgendwo auf die Seite. Ich glaube, da vorne auf die Seite. Jo. Sehr nice. Wir ja nochmal sauber einparken und dann war's das für heute. Bin tatsächlich ohne größere Probleme da irgendwie durchkommen. Keiner ist zu Schaden gekommen. Ich glaube, wir sind eigentlich eh schon drin. Was machst du da? Ah, der fährt ein. So. Würde sagen, hier bleiben wir stehen. Söle, machen wir den Kahn hier dicht. Einmal aus. 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 Gut, man könnte jetzt noch die Sicherung wegmachen. Aber okay, das war die Fahrt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir schon auf jeden Fall. Und dann mal schauen, was wir als nächstes machen werden. Aber ich denke mal, so fahren werde ich mal ein bisschen öfter machen. Hätte ich schon mal ein bisschen Bock drauf. Und Level geht dann auch nach oben. Also, bis dahin, weiterhin, gute Fahrt. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.